glücklich, hier zu sein. Also ich begrüße Sie im Namen des Anima Incognita der Kulturvereins. Heute seit 2016 feiern wir unsere 28. Veranstaltung. Poesie des Geldes und fast vergessene Geschichte des österreichischen Schillings. Tja, das Geld ist ein fester Bestand unseres Lebens. Es ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wenn man aber die Sprüche und die Zitate zum Geld, zum Thema Geld liest, sieht man, wie oft das Geld einfach verteufelt wird. Als ob es alleine an allem Übel der Welt schuld wäre. Ist es so? Ist das Geld nur eine Materie? Hat das Geld nicht auch eine symbolische und damit auch eine poetische Seite? Doch, es spiegelt die Geschichte seines Landes. Auf antiken Münzen sehen wir die Porträts von Königen und Herrschern. Wissen Sie, wann Gold- und Silbergeld von den Papierbanknoten abgelöst wurde? Vor ganz genau 360 Jahren, am 16. Juli 1661. Hat Stockholms Banco die ersten Banknoten in Europa in Umlauf gebracht. Aber es verging nicht wenig Zeit, bis Papiergeld sich wirklich etabliert hat und Vertrauen gewonnen hat. Können wir uns heute fast vergessene österreichische Banknoten namens Schilling erinnern? Sie spiegelten die Kultur dieses Landes. Auf ihnen sahen wir vor allem seine großen Männer und Frauen abgebildet. Bertha von Suttner, Sigmund Freud, Franz Grillparzer, Johann Strauss Sohn, Otto Wagner und andere. Ich bin keine gebürtige Österreicherin, wie Sie wissen und hören. Ich bin nach Österreich 1984 gekommen. Trotzdem, ehrlich zu sagen, verspüre ich immer noch so etwas wie Nostalgie nach diesen alten Geldscheinen. Vor kurzem habe ich in meiner Geldbörse eine 10-Groschen-Münze entdeckt. Keine Ahnung, wie sie dort gelandet ist. Und ich habe sie lange und liebevoll angeschaut. Sie liegt immer noch in meiner Geldbörse und ist für mich jetzt so eine Art Talisman geworden. Einer von unseren berühmten Zeitgenossen sagte einmal in einem Interview, Geld war nie eine große Motivation für mich, sondern Ausdruck meines Erfolgs. Womit sonst soll man unsere Leistungen schätzen und bezahlen? Wir widmen uns hier aber der literarischen Seite des Geldes. Leider müssen wir heute unsere Veranstaltung in einem ganz besonderen Format auflaufen lassen. Wir wenden uns an unser gewöhnten Publikum mit einer Videokamera. Wie Sie wissen, sind alle unsere Veranstaltungen auf unserer Webseite Video und Foto dokumentiert. Wir laden Sie herzlichst ein zu unseren weiteren Veranstaltungen im Herbst. Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer HP und unseren Aussendungen. Ich wollte Sie noch einmal daran erinnern, dass unsere 7. Anthologie unter dem Titel So abschließt, hoffentlich habe ich richtig das gesagt, ja, in Vorbereitung ist. Bis Mitte November erwarten wir Ihre Beiträge. Wir hoffen, dass wir diese Anthologie im kommenden Jänner feierlich präsentieren können, ganz in der Tradition unseres Vereins, so wie es vor der Corona war.
dann wird sie in allen Buchhandlungen sowie im Netz rund um den Globus erhältlich sein. Mehr dazu lesen Sie bitte auf unserer Homepage. Ich übergebe die Leitung unseres Abends nun an unsere Moderatorin Elfriede Klima. Nein, warte noch ein bisschen. Sie ist Wienerin, sie besuchte eine Handelsschule, danach sie die Schauspielschule von Professor Kraus. Mit 20 Jahren fuhr sie nach London, sie holte in England die Matura nach und studierte dann Germanistik und allgemeine Linguistik an University College London. Später machte sie ihren Meister in englischer Literatur. Sie war zuerst Deutsch- und dann Englischlehrerin an einer Gesamtschule. Nach 10-jähriger Tätigkeit wurde sie Direktorin. Nach 24 Jahren in England kehrte sie endlich nach Wien zurück, heiratete und lebt nun mit ihrem Mann in einem alten Bauernhof in Niederösterreich. Dort hat sie auch in einigen Produktionen des Sommerspiele Matzen mitgewirkt. Sie hat einige Hobbys, war auch mit ihrem Mann klassische Turntänzerin. Aber ihr Lieblingshobby ist das Tiffany-Glas-Kunsthandwerk. Sie spielt Klavier und hält mehrere Lesungen im Jahr. Sehr viel für unseren Verein gemacht.
Und der Verein hat sich entschieden, sie mit einer Goldmedaille für besondere Verdienste bei Animalkunden zu ehren. Ich bin sprachlos. Danke.